Und herzlich willkommen zurück zu Brothers. Ja, in der letzten Folge haben wir uns durch die Höhlen gekämpft und haben es mit riesen bösen Trollen aufgenommen und die beiden, unsere beiden Lieblingstrolle, sind wieder vereint und glücklich. Und wir haben hier ein wundervolles Panorama übrigens. Können wir uns hier nicht irgendwo hinsetzen? Ist ja nicht so, als wäre ich Thumbnail geil oder so. Nur so ein bisschen. Dai. Oh, dem Vater geht's scheinbar immer schlechter. Der liegt jetzt seit 3 Tagen auf seinem Holztisch. Okay. Wir haben jetzt also gerade nächtliche Rast gemacht. Kannst du dir nicht auch ein Feuer nehmen? Nee, du verbrennst dir die Finger. Na klar. Das heißt, ich muss zusehen, dass der Kleine beim Großen bleibt. Oh, 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 oh. Nicht dem Wolf da vor die Nase laufen. Hau ab, du. Da werde ich bestimmt so manches Mal bei verkacken jetzt. Oh, das tut mir schon richtig, das tut mir jetzt schon leid. Verschwinde, du. Oh, übel, übel, übel. Was ist denn hier los? Hau ab! Hau ab! Verschwinde! Der war aber hartnäckig, sag mal. Yay, ein Friedhof. Ein Glück. Aha, und eine Bank. Sehr schön. Sieht aber auch schön aus. Hat auch was. Ah.
Hier gibt es wahrscheinlich nichts zu sehen. Nein. Also thematisch aber auch super, ne? Immer was anderes. Ne? Erst angefangen in dem angefangen in der Stadt, dann dieses Walddorf, dieses Randdorf da. Dann der Wald selbst, bis wir beim Troll waren, die Höhlen. Wir haben schon einiges gesehen, ne, in den drei Folgen. Und jetzt in der vierten sind wir auf dem Friedhof und nachts durch den Wald mit Wölfen und. Klingeling, ist da wer? Da kommt jetzt der Graf raus. Nein, ist kein Graf. Ei! Wen hadi Ari? Atama fi. Können wir ja deine Lampe haben? Achso, er bringt uns. Okay, immer wenigstens das. Wenigstens das. Ne, die Lampe will er uns nicht geben. Ich hätte wenigstens die Fackel ganz, ganz gerne wieder. Genau deswegen. Halt dich bloß gut fest, kleiner Bruder. Halt dich bloß gut fest. Oh, alter Verwalter. Oh. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir aus dem Friedhof noch hätten mehr rausholen können. Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall erstmal wieder eine Bank. Da können wir mal kurz verschnaufen nochmal. Wenn, dann setzt euch bitte beide hin. Na, der Friedhof ist aber cooler, ne? Nee, da kamen wir doch her, oder? Ja, da kamen wir her. Das ist Quatsch. Gehen wir wieder zurück. Zack. Was ist denn hier los?
Nae! Hol deinen Bruder! Hol deinen Bruder! Nae! Was ist das? Ah, was? Die Bäume, die hacken nach einem. Alles klar. Was ist das für miese Baumstümpfe, sage mal? Was? Los, mach schneller! Wie fies ist das denn? Was? Die Mama. Und da liegt der Vater. Naja. Das scheint nicht real zu sein. Das muss ein Traum sein, oder? Mai, Oma.
Was? 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 Lass das sein, die Blödsinn. Was ist denn hier? Nai, Enno. Nai. Otto? Da, Aline. Meine Herren. Das Spiel hat mich ja jetzt gerade ein bisschen fertig gemacht. Und verwirrt. Das ist aber teilweise ein wenig abrupt über Sachen bei, wo man erstmal gar nicht weiß, was los war. Hey, Ed! Hey, Ed, was machst du denn da? Hey! Hey, 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 hey! Halt! Halt, 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 halt! Hast du eine Meise? Da! Colin! Nein, Illa da! Was wird denn das für ein Quatsch? La, Lamont! Was ist los mit dir? Und Riasa. Können wir da auf diesen Zetteln, die da oben liegen, irgendwas lesen? Nee. Ist das seine Ist das seine Familie, die da liegt? Und was ist mit denen passiert? Da hinten liegt irgendwas. Walila, Haye. Ach, das ist Oh, wie übel. Das ist abgebrannt, natürlich. Es raucht ja noch. Und das wird seine Ach, du dickes Ei. Mal gucken, was wir da machen können, Mensch. Kommen wir da nicht irgendwie... Von hier aus können wir da nichts machen, ne? Doch, da hinten kommen wir rum, oder? Ja. Hey, Nai! Hey, Nai! Ja, ich bin schon unterwegs.
Oh, wie ist das denn bitte? Oh Mann. Ja, trotzdem sind wir jetzt schon bei 21 Minuten wieder. Und ich würde sagen, wir beenden hier die Folge und schauen uns an, ob es jetzt wieder bergauf geht mit unserer Story hier. Das wäre doch wirklich sehr zu wünschen nach diesem ganzen Grusel und Himmelhilf. Ich jedenfalls bedanke mich bei euch und freue mich darauf, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin macht's was Feines, haltet die Ohren steif. Auf Wiedersehen.